Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Motorsport Manager. Heute beginnen wir mal wieder im Hauptmenü seit langer Zeit erstmals. Denn unsere gute Faith Anthony ist nicht mehr angeschlagen. Sie hat keine Grippe mehr und wir können bei den Fahrern zack die Beförderung durchführen. Kinney, tut mir leid, du hattest deine Chance. Du hast 2 Punkte geholt, vielen Dank dafür. Aber Faith ist back. So, und da freuen wir uns drauf, mit ihr jetzt vielleicht wieder ein super Ergebnis zu erzielen. Der nächste Grand Prix ist der in Italien. Und das Lustige ist, dass ich gerade in der Formel 1 den Grand Prix von, ihr werdet es nicht erraten, Italien gefahren bin. Ja, letztes Mal Belgien gefahren, sowohl im Spiel hier als auch in der Formel 1. Und dieses Mal steht Italien an. Ist eine geile Sache und ich kann euch definitiv sagen, ohne zu viel zu spoilern, das Formel 1 Rennen kam ja jetzt vor ein paar Stunden, vor 2 Stunden, wenn alles uploadtechnisch klappt bei mir. Das Formel 1 Rennen ist definitiv sehenswert. Zu 100%. Hier werden wir immer Starkregen haben und wir sehen es. Wir haben am Anfang eine Runde, wo wir auf Trockenreifen fahren könnten oder auf 2 Runden. Und danach wird es regnerig. Und deswegen fahre ich hier eigentlich auch gar nicht großartig dann mit den Trockenreifen rum. Ich nehme jetzt einfach mal die Softs. Im Rennen wird es auch regnen. Also, Leute, es ergibt keinen Sinn, hier großartig dann zu versuchen, die Trockenreifen irgendwie hochzupushen. Nein, nein, wir werden schon langfristig schauen müssen, dass wir hier die Regenreifen verbessern. So, auf zum Training. Für jede Session Starkregen angesagt. Insofern, let's go. So, Qualifying Trim, eine Runde direkt mal. Wobei, Renntrim mache ich mal. Auch wenn wir nur eine Runde fahren und die direkt wieder reinholen, bringt es am meisten, wenn ich dir den Renntrim hochpumpe. Denn fürs Rennen brauchen wir alles. Also, das Rennen ist mir am wichtigsten. So, let's go. Beide Volldampf fahren. Und schon mal eine erste Meinung über das Setup einholen. Und es fängt schon an, ein wenig zu regnen. Bleibt allerdings auch nicht die ganze Zeit super nass, ne? Na, das sind so Wetterbedingungen, die mag ich gar nicht. So, und der Abtrieb ist ausgezeichnet. Oh, cool. Direkt schon mal ein gutes Setup. Wunderbar. So, und jetzt direkt mal 6 Runden hier auf Intermediates, oder was nehmen wir mit? Na, eigentlich fast schon Heavyweights, ne? Nehmen wir Intermediates trotzdem. So, und hier, man, hat sich der Abtrieb kaum verengt vom Toleranzbereich her. Das könnte so ganz gut aussehen. Renntrim 6 Runden, Intermediates, let's go. Ja, und jetzt regnet es jetzt schon so hart. Also jetzt bräuchte man die Heavyweights. Okay, die Lenkung war vorher besser. Und hier ist das Fahrverhalten jetzt viel besser. Ich frage mich, wie die das bewerten können, wenn es so klitschnass ist. So, und um nochmal das gerade zu rücken, was ich letztes Mal gesagt habe. Okay, bei Gomez wissen wir definitiv, wo wir weiterentwickeln müssen. Um das nochmal gerade zu rücken. Leute, der Motorsportmanager, nicht, dass ihr es falsch versteht, der ist aktuell 50% reduziert. Er ist nicht kostenlos. Ja, ihr könnt jetzt nicht quasi sagen, ey, das Spiel gehört mir jetzt, Punkt. Sondern er ist eine Woche kostenlos spielbar. Das ist ein Unterschied. Aber es ist eine coole Chance, um das mal auszutesten und um mal zu gucken, hey, passt das Game zu mir? Und das meinte ich, dass es jetzt eben halt mal für ein paar Tage spielbar ist. Ja, kaufen muss man es irgendwann trotzdem. Ich meine, die Entwickler müssen auch von irgendwas leben. So, und wir sind hier bei abtrocknender Strecke mega schnell. Ja, aber da kommen nochmal Bestzeiten. 3 Fuß, richtig schnell. Kinney unterbietet das Ganze hier nochmal. Ja, das alles wird jetzt sehr, sehr lustig. 3 Fuß mit Bestzeiten. So, wir pushen jetzt hier durch. Deswegen gehe ich mal davon aus, hauen wir die besseren Zeiten raus. Nicht ganz.
Aber den Renntrim kriegen wir eventuell auf Stufe 3. Mal schauen. Bisschen feucht bleibt es ja bis zum Schluss. Ah, wobei, da baut sich wieder ein bisschen Bodenhaftung auf. So, ansonsten Enrica Lara wurde mir empfohlen von Budo 70. Soll ein sehr, sehr guter Pilot oder eine sehr, sehr gute Pilotin sein. Werde ich mir definitiv mal anschauen. Danke für den Tipp. Also meines Wissens nach habe ich sowieso alle in die Transferliste oder in die Scoutingliste gesetzt. Aber wenn ich da welche vergessen habe, ja, werde ich nochmal einen Blick drauf werfen. So, Gomez, komm schon, beeil dich. Eventuell können wir noch eine Runde fahren. Nein, können wir nicht. Reinholen. Oder sie fahren einfach beide zu Ende. So, Leon hat für das letzte Mal geschrieben, nicht die Kommentare im Training vorgelesen. Ja, es gibt tatsächlich nicht immer dann viele Kommentare zum Vorlesen. Also wenn es passt inhaltlich, dann ist es auf jeden Fall, dann lese ich das auf jeden Fall vor. Wenn aber größtenteils nur so Feedback zum Beispiel zur Soundqualität kommt, das kann man ja ein bisschen zusammenfassen alles. Aber ja, das mache ich dann immer definitiv, wenn es dann Punkte gibt, wo man auch definitiv was zu sagen kann. Und wir müssen hier sofort raus, Leute, wir müssen sofort auf die Strecke. Denn es wird erstmal trocken sein und später wird es richtig regnen. Und wer jetzt keine Zeit hinlegt auf die Strecke, der hat ein Problem. Der hat später wirklich ein Problem. Auf geht's. Ich klinge fast schon wie so ein Teleshopping-Typ. Glauben Sie mir, Sie haben ein Problem. Wenn Sie jetzt nicht zu Ihrer Qualifying-Runde herausfahren, dann haben Sie ein Problem. Ein Problem hat auch jeder Formel 1-Fan beim Melbourne Grand Prix, denn das Ding findet morgens um 7 Uhr oder so statt. Meine Güte. Und was die Zeit angeht, wann das Ganze stattfindet, das herauszufinden ist auch echt eine Odyssee. Also wirklich, ich habe jetzt schon bei so vielen Portalen geguckt. Irgendwie bei Automotorsport, bei RTL, dem Programm. Ich habe bei Formula1.com geguckt. Die Formel 1 sagt, glaube ich, an sich, also Formula1.com, dass es um 8 Uhr beginnen soll, deutscher Zeit. Ich glaube, Automotorsport sagt 6 Uhr oder 7 Uhr und RTL sagt, glaube ich, 6 Uhr. Jetzt weiß man nicht, wem soll man vertrauen. Ich bin am Abend davor sowieso unterwegs und werde wahrscheinlich in der Nacht nicht schlafen. Mal gucken. Gut, eine Nacht durchmachen kann man ja, wenn man sich so ein Red Bull oder so mal holt oder 2 oder 5. Aber schauen wir mal, ja, wie das Ganze dann ausschaut. So, Anthony, jetzt mal ein bisschen runter und auch Gomez. So, und während die beiden hier mit der Runde beginnen, danke für die ganzen Tipps, dass die Flagge, die ich nicht verorten konnte, Sri Lanka war. Vielen, vielen Dank, ist mir ein bisschen peinlich. Hätte man wissen können. So, Crashtag LP schreibt, bei Nachtanken, wenn man das Nachtanken hat, da muss man definitiv die Rennen ein bisschen länger machen, weil bei 15 Minuten Renns oder 15 Runden Rennzeit macht das Nachtanken nicht so viel Sinn. Werden wir mal schauen. Und jetzt fängt es an zu regnen. Das könnte für Cavalcanti zum Beispiel eine Vorentscheidung sein. Der ist eigentlich richtig, oder sie ist richtig schnell gewesen. Aber Loa hat ganz knapp Gomez besiegt. Ja, und schaut mal, wie viel Zeit sie verloren hat. 8 Zehntel am Ende Rückstand. Eine Sekunde liegen lassen in einem Sektor. Durch den Regen. Und das ist ein Top-Qualifying gewesen, denn nur Abeloa ist jetzt noch vor Gomez. Und das ist eine Hammer-Sache. Jetzt schauen wir nochmal aufs Setup. Das Fahrverhalten nur okay. Meine Güte, was mache ich denn hier? Okay, auf geht's. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es hier ganz gut passen dürfte. Es wird am Ende noch ein bisschen trockener, aber naja, viel... Also zeitenmäßig werde ich dann nicht mehr viel rausholen können. Definitiv nicht. So, und hier passt das Setup eigentlich. So, probieren wir es nochmal aus. Und wir fahren nochmal einen Lauf auf Intermediates, beziehungsweise holen wir die direkt wieder rein.
So, und Ma Tube fragt, wie es denn ausschaut, wenn man die kostenlose Version austestet mit einem eigenen Team. Denn das ginge bei ihm nicht, dass man das dann runterlädt, diesen Inhalt. Ich glaube, es ist so, du kannst Mods nicht verwenden, wenn du ein Spiel quasi kostenlos austestest. Deswegen, ich glaube, wenn ihr ein eigenes Team haben wollt, dann müsstet ihr es schon definitiv euch dann zulegen, das Game. Und ihr könnt das dann leider nicht austesten. Aber ihr könnt es halt mit anderen Teams erstmal anspielen und gucken, ob es allgemein etwas für euch ist. So, dann habe ich noch was zu den Bonuswerten gelesen von hier Runde 1 Heldin oder allgemein Heldin. Ich weiß nicht mehr, wie das Skill hieß, auf jeden Fall. Darauf wurde eingegangen, dass mir das ordentlich Werte gegeben hätte. In der ersten Runde, es ist zwar korrekt, ja, die erste Runde ist sehr wichtig. Kinney hingegen, da habe ich mir überlegt, okay, sie soll wenigstens dann im Training ein bisschen schneller sein. Sie kam jetzt eh nur für ein Rennen zum Einsatz. Und ja, ist dann jetzt quasi wieder weg von der Bildfläche. So, Luca Barone schreibt, dass ich seinen Kommentar nicht vorgelesen hätte. Ich habe aber auch keinen Kommentar von dir gesehen, muss ich ehrlich sagen. Oh, und hier starten wir auf den weicheren Reifen. Ah, Mann ey, das Setup passt hier nicht ganz. Ah, immer noch okay. Ja, wenigstens kann ich sie am Anfang noch beeinflussen. So, und welchen Mod benutze ich? Fragt iCrimatics. Schau da einfach mal in der ersten Folge rein. Da zeige ich das am Anfang. Und dann siehst du, welche Mod ich benutze. Und anhand der Bewertung zum Beispiel, wie viele Sterne hat es bei Steam, wie viele Bewertungen wurden abgegeben. Und anhand des Anzeigebilds oder des Namens kannst du die Mod dann auch einfach selbst finden tatsächlich. So, aber Loa, Sechster in der Meisterschaft. Und wo ist Jönstedt hier auf der 7? Das ist die Chance. Antonov, Dritter der Meisterschaft, ist aktuell auf der 12. Let's go, Leute, ich kann es nicht mehr abwarten. Und Gomez ist Zweiter. Der Start von Abeloa war richtig gut. Jetzt fällt er zurück. Valdez kommt hier vorbei. Meine Güte. Aber Anthony kam nach vorne. Vierter Platz im Moment für sie. Huch, und plötzlich kann ich sie wieder beeinflussen. Wieso das denn jetzt? Keine Ahnung, wie das sich alles fügt. Aber gut. Ganz vorne Abeloa, der haut hier ordentlich was raus. So, und ich glaube, ich kann mit, zumindest mit unserem guten Gomez, ordentlich pushen. Jetzt ist Anthony in eine Position zurückgefallen. Oh, Jönstedt, ihr kommt hier von hinten an. Nicht gut. Denn der Kollege hat einen allgemein sehr niedrigen Reifenabrieb. Und wollen wir jetzt für Safety Car reinkommen oder nicht? Nein, tun wir nicht. Wir werden hier nicht fürs Safety Car reinkommen, denn der Regen wird hier demnächst einsetzen. Es macht absolut keinen Sinn, hier schon jetzt reinzukommen. So, und weil Sascha Isselmann gefragt hat, warum war das Video bei ihm nur bei 720p verfügbar? Bei YouTube ist es allgemein so, die Videos werden hochgeladen und dann erstmal verarbeitet und dann werden quasi, wenn so eine Weile nach dem Upload, verschiedene Qualitäten freigegeben und 1440p zum Beispiel, wie ich meine Videos hochlade, kommt dann immer zum Schluss und das dauert dann manchmal eine Zeit. Das heißt, wenn ihr quasi ein Video seht, das hat nur 360p oder so, das ist dann einfach nur, weil die Verarbeitung noch nicht so weit ist, das Video dementsprechend in einer besseren Qualität
zur Verfügung zu stellen. Nur als kleine Erklärung. So, und das Safety Car bleibt noch eine Runde draußen. Ja, also ich lese die Frage sehr häufig und wenn man das selbst hochlädt, dann man weiß es ja halt irgendwann, wenn man das Ganze macht, ärgert einen dann irgendwann tatsächlich aus meiner Sicht, aber natürlich verstehe ich es dann absolut, wenn ihr es nicht wisst, weil ihr könnt es ja nicht wissen. Ihr macht das Ganze ja nicht quasi so wie ich, ja, dass ihr quasi dann YouTube auch zu einem festen Bestandteil eures Lebens gemacht habt. Was mich nur ärgert, ist, wenn manche Leute, keine hier jetzt angesprochen, definitiv nicht, wenn manche Leute dann schreiben, oh, warum so eine Kackqualität und so weiter und so fort. Okay, auf geht's. Gomez direkt beim Restart eine Position nach vorne gekommen und die zweite Position. Das ist die Führung hier. Jens steht hier weiterhin auf der 4 und das ist die Chance jetzt. Es fängt gleich an zu nieseln. Und Faith Anthony hat einen Unfall. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf um Himmels Willen nicht wahr sein. Warum denn, Mensch? Okay, und es ist eigentlich noch zu trocken, um hier an die Box zu fahren, oder? Stattdessen pushen wir nochmal eine Runde. Und der Abstand von Gomez ist gigantisch. Der kann jetzt die Reifen auch schön kaputt fahren. Sehr gut. Habe ich die frischen Reifen ausgewählt? Jawohl. Und die ausgewogene Boxenstrategie funktioniert. Leider Anthony bei ihrem Comeback auch nicht so gut unterwegs. Und Gomez. Da gab es einen Fehler beim Boxenstopp. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein, aber da sind viele Leute immer noch draußen, ne? Und der Abstand wird jetzt immer kleiner. Der war gerade bei fast 30 Sekunden und jetzt sind wir bei... Jetzt haben wir 4 Sekunden aufgeholt. Jetzt sind wir schon bei über 6 Sekunden. Fast 7 Sekunden, die wir zu Valdez gut gemacht haben, bis die jetzt an die Box kam und wir sind in Führung. Safe Führung, aber trotzdem eine Sekunde verloren zu Beauchamp, der jetzt Zweiter ist. Ist irgendwann im Laufe der Saison im Nichts versunken, aber jetzt wieder im Kampf um den Sieg dabei. Und wo ist Jens Dettjes draußen? In Runde 6 ausgeschieden. Das war, glaube ich, genau die Runde, die alle länger gefahren sind als wir. Und Beauchamp, der hat die Reifen schon ein bisschen mehr beansprucht. Kommt zwar jetzt näher, aber der pusht auch wahrscheinlich. Jawohl, der pusht richtig. Nein, Leute, was ist denn hier los? Warum beschwert er sich? Ach, der möchte andere Reifen haben, oder wie? Nein, 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 nein. Fahr einfach weiter. Das wird schon, Gomez. So, jetzt den Motor noch ein bisschen aufgedreht. Ah, komm schon, eine Sekunde und mehr. Das ist das Ziel im Moment. Beauchamp hält sich hier gut. Evans auf der 3. Und es könnte wirklich das eintreten, was ich letztes Mal prognostiziert habe. Übrigens, Beauchamp jetzt außerhalb des gedachten DRS-Fensters der Formel 1. Es könnte wirklich eintreten, dass hier jetzt Jens Dettjes keine Punkte holt, wir hingegen schon. Und jetzt zahlt es sich aus, dass wir mit Gomez die Reifen besser verwaltet haben. Der Abstand wächst immer weiter und immerhin ist das schon mal ein ganz, ja, ganz guter, ein bisschen Balsam für die Seele, kann man sagen, nachdem Anthony hier jetzt ausgeschieden ist. Der Abstand ist jetzt bei 2 Sekunden und Gomez kann entspannt
die Sache zu Ende bringen. Ja, noch ein bisschen zusätzlichen Sprit verbraten. 2,1 Sekunden, 2,2, 3, 4, 5. Jawohl, jetzt kommen wir deutlich weg. Obwohl er pusht. Vielleicht gerade, weil er pusht, weil die Reifen sind doch jetzt am Ende. Ja, am Ende ist auch das Rennen. Und das, meine Lieben, war eine mega gute Vorstellung hier von Gomez. Das gesamte Feld, mal von Venänen abgesehen, in nur 19 Sekunden drin. Das ist eng. Und auch Venänen war dann nicht so weit entfernt. Also ein richtig, richtig schönes Rennen. Und jetzt gucken wir mal auf die Gesamtwertung. Die schnellste Runde hat Gomez ebenfalls. Dafür haben wir tatsächlich auch gesorgt, indem ich ihn am Anfang habe sehr, sehr stark pushen lassen. Und jetzt gucken wir mal. Gomez übernimmt die Führung mit einem Punkt Vorsprung. Geile Sache. Und als Team sind wir auf der 2. 26 Punkte Rückstand. Da muss schon ein bisschen mehr passieren, als dass Jönstedt hier ausscheidet im Finale. Dass wir da nochmal eine Chance hätten, den Titel zu holen. Das wird jetzt spannend. Das wird jetzt zumindest für den Fahrerkampf spannend. Und der WM-Kampf für die Konstrukteurswertung, das wird auch interessant. Gucken wir mal. Die Moral. Ja, bei Faith Anthony ist die Moral gestiegen. Warum auch immer, aber freut mich. Und die Teammarktfähigkeit ist um fast 2% gestiegen. Max Verstappen ist jetzt der Gesamtführende der Formel 1. 10 Punkte vor Hamilton, 21 vor Raikkonen. Und die haben noch 2 Grand Prix. Das heißt 50 Punkte Abstand. Jeder im Abstand von 50 Punkten kann auch theoretisch Weltmeister werden. Bis Ricciardo. Realistisch gesehen maximal 3 Piloten, würde ich mal behaupten. Bis Raikkonen alle. So, und hier ist es auch nicht so eng wie bei uns. Da gibt es nur noch ein Rennen. Ja, und hier ein Punkt Vorsprung von Gomez. Aber Jönstedt, die ist eine super Pilotin bis jetzt. Wir könnten sie auch abwerben und dann würde sie das letzte Rennen für uns fahren. Und wenn sie da jetzt Weltmeister werden würde, das wäre der Hammer. So, im Training sind sie ganz schön weit hinten gelandet. Ach, wen interessiert das Training? So, war alles in Ordnung, wir haben nur den Motor nicht aufgedreht. Das müsste eigentlich so die Sponsoren ein bisschen kitzeln, dass die sich denken, ha, guter Mann. Teammarktfähigkeit 68%, jawoll. So, jetzt müssen nur noch die Fahrerwerte dementsprechend passen. So, und da gucken wir nochmal ganz, ganz kurz. Enrica Lara hieß der Pilot. Oh, tatsächlich auch aus Sri Lanka. Gut, warten wir mal ab. Reparaturen sind abgeschlossen. Aber es war auch ein mega Safety Car Restart. Also da muss ich Gomez schon echt loben. Das war stark. Auch nicht interessiert. Mann ey, die sind auch echt alle mächtig eingebildet hier. Naja, wartet mal ab, bis wir in der Formel 1 sind. Dann fragen die alle an. Ja, Dave, darf ich für dich fahren? Nein. Lance Stroll. Schade, er will nicht in die GP3. Warum denn nicht? Aber der ist echt stark, ne? Wow. Wow. Marktfähigkeit 0%. Was? Okay, ich glaube nicht, dass das zu Lance Stroll passt oder dass es auf ihn zutrifft. Lasse mich in der Realität aber gerne eines Besseren belehren. Ich glaube auch nicht, dass der ein besserer Fahrer als Daniel Ricciardo ist. Jetzt mal ganz ehrlich. Also mal im Ernst. Also Daniel Ricciardo ist für mich fast schon die Speerspitze.
so mit Leuten wie Lewis Hamilton, der sein volles Potenzial definitiv erreicht haben dürfte im Moment. Oder Max Verstappen gehört für mich auch in die Riege, fast 5 Sterne oder 5 Sterne. Stoffel van Dorn gehört für mich zu jemandem, der 5 Sterne Potenzial hat, definitiv. Wo sind Vettel und Raikkonen? Achso, ich muss nach dem Vornamen sortieren. Okay, Sebastian ist hier direkt dran. Ja gut, wird mir nicht angezeigt. Raikkonen wahrscheinlich auch nicht. Ja gut. Schauen wir mal, wie die Formel 1 jetzt endet quasi, diese Saison. Rio de Janeiro ist ja jetzt am Start bei denen. So, 4 Sterne, Grand Slam Autosport. Ja, sie könnte man kontaktieren, hat aber auch keinen Bock. Also wenn neue Leute in die Scouting-Listen kommen, dann werde ich die definitiv mal abwerben. Verstappen. Oh Gott, das ist ja krass. Verstappen hat keine Punkte geholt. 15. geworden. Meine Güte, die Top 4. In nur 10 Punkten Abstand. Oh Gott, ey. Okay, wie sieht's rein konstrukteurstechnisch aus? Auch nicht entschieden. Also sogar Ferrari könnte hier noch auf die 1. Wow. Also wenn die Saison wirklich so werden sollte, dann können wir uns echt freuen auf die Formel 1. So, Feedback aus der Fabrik. Was sagt ihr, Leute? Teammeisterschaft Upgrade? Ja, wir sind Zweiter im Moment. Da bin ich auch happy mit. Fabrik muss dringend erweitert werden. Ja, meine Güte. Interview mit Faith Anthony. Sorry, aber... Ach, Quatsch, komm. Die Moral von ihr ist mir eigentlich recht egal. Ich meine, nichts für ungut, aber... Die anderen haben schon ein bisschen mehr drauf. Oder zumindest Gomez erstmal. Gomez, mein Lieber, hättest du Bock auf eine Vertragsverlängerung? Ein kurzer Vertrag, 12 Monate. Gehalt ist ihm nicht sehr wichtig. Vielleicht können wir dich nochmal ein bisschen runterdrosseln von den 220.000. Status ist ihm recht wichtig. Sagen wir gleicher Status. Prämien sind ihm nicht sehr wichtig. Also da kann ich ja sagen, okay. Dann kriegst du für eine Pole und einen Rennsieg. Oder für Startreihe 1 und ein Podium kriegst du 6.000 jeweils. Und Anthony möchte ich eigentlich ersetzen. Durch wen ist die Frage? Es ist unglaublich, keiner will zu uns wechseln, ne? Oh, der sieht ganz interessant aus. Ja, also wenn die höheres Potenzial haben und wenn wir die in einen langen Vertrag reinkriegen, haben wir halt die Chance, dass wir eine gewisse Ablöse erhalten für die. Naja, warten wir mal ab. Ey, Modi! Der ist doch auch so bei Williams gewesen. Geile Sache. Ja, gutes Feedback hat der Kollege. Auf geht's, Leute. Russland Grand Prix. Heckflügel und Getriebe ist wichtig. Das große Saisonfinale steht an. Und hoffentlich geschieht es. Hoffentlich schaffen wir es, hier mit dem Fahrertitel rauszugehen. Und ich muss sagen, an den Konstrukteurstitel glaube ich zwar nicht wirklich, aber wenn das klappen könnte, wäre das auch ganz cool. So, schauen wir mal. Ja, es wird stark regnen nochmal. Getriebe und Heckflügel war's.
was sie entscheiden könnte. So, ansonsten hier wieder Heckflügel und Getriebe. Ab geht's zum Training. Warum dauert es bei Gomez so lange, ihn rauszuschicken? Okay, hier die Aufhängung ein bisschen anpassen. Und da Gomez immer ein bisschen reifenschonender fährt, kann ich da ein bisschen pushen. Ja, hier brauchen wir ein bisschen mehr Flügel. Okay, also wir brauchen beim Flügel einen steileren Winkel. Das Fahrverhalten ist auch nur okay. Und wir gehen nochmal für 4 Runden auf frischen Intermediates raus. Na, und hier passt noch nicht vieles zusammen. Okay. Das Fahrverhalten noch weiter in Richtung Untersteuern zu trimmen, wird schwer. Ja, okay, also... Es gibt gewisse Setups, da kommst du nicht wirklich hin. Ich hätte gern viel untersteuern und viel beschleunigen. Naja. Mal schauen, wie es hier läuft. Ich bin jetzt mal auf das Feedback gespannt. Hat die Aerodynamik hier nicht perfekt gepasst vorhin? Okay, zu spät reingeholt, die beiden.
Dann sind die einfach mal gerade mal schneller, 2 Sekunden schneller als die Konkurrenz. Passt auch gut an. Aus. Passt auch. Punkt. Okay, gut. Ich muss bei Gomez, glaube ich, ein bisschen mehr Übersteuern einstellen. Oh, geil. Seite an Seite. Okay, da ist er eigentlich voll reingefahren in den anderen. Na, okay, gut. Na, Mann, schwierig. Schwierig, das Setup. Jens, der hier ist auch noch nicht so wirklich hier so stark oder hat sich noch nicht so stark gezeigt, wie sie sein könnte. Gehe ich mal davon aus. Na, bei uns passen auch viele Parameter noch nicht. Intermediates und der optimale Bereich. So, und hier gehen wir mal in die komplett andere Richtung. So, Moment mal. Erstmal hier. Zack, das ist jetzt großartig. Ein bisschen mehr. Auch noch ein bisschen. So, dürfte wunderbar passen. Oh, und wir fahren direkt raus. Ich hoffe, das Setup passt direkt. Und hier. Okay, das ist schlecht. Unsere Chance hier zu glänzen im Qualifying. Auf geht's. Als allererstes rausgefahren. Wir werden die trockenste Strecke von allen haben. Und hier ziehe ich es mal durch, dass Gomez voll durchpusht und überhitzte Reifen hat, aber ein bisschen kürzer bei Dingens ist. Bei Regenwetter unterwegs ist. Na gut, da er hinter Faith Anthony war, ergibt es wenig Sinn leider. Egal, die beiden werden trotzdem die Pole-Zeiten holen. Startreihe 1 ist uns sicher. Na, wobei, hier könntest du fast am Ende mit Inters nochmal schneller sein. Gut, das schlug absolut fehl. Jens Dettier kommt nicht so früh zu ihrer Rundenzeit. Bedeutet jetzt aber auch im Umkehrschluss, dass sie, und das ist das Geile, eventuell nicht zu einer weiteren Runde kommen wird. Ja, denn jetzt ist es so nass, dass man mit den Trockenreifen nur sehr, sehr langsam wieder zurück an die Box fährt. Oh, die Geschwindigkeitsbalance ist schlecht. Ist das euer Ernst? Hat er nicht gesagt, er will ein kürzeres Getriebe haben? Oder ist hier nicht der Bereich viel stärker eingeschrumpft als der andere? Wie er mag, okay. Raus auf den Inters. Und auch mit Anthony probieren wir es nochmal mit den Intermediates. Na, kommt schon, Leute. Ja, im Moment sind wir, glaube ich, die einzigen, die auf Inters eine Zeit setzen können. Oder die ersten, sagen wir es mal so. Das Gute ist, wenn wir keine Zeit mehr auf Inters setzen können, dann auch niemand anderes, dann ist es so entschieden. Wenn wir allerdings noch eine Zeit setzen können, die anderen auch, dann haben wir trotzdem eine Zeit gesetzt jetzt. Und jetzt gucken wir mal, der 6. Platzierte holt auch nochmal eine Zeit raus auf Inters, oder?
Ja, aber hier der siebte ist schon zu spät. Nomelo wird ungefähr zeitgleich mit uns hier über die Linie fahren, aber das ist auch schon langsamer, zumindest im ersten Sektor. Warten wir mal ab, wie es weiterhin aussieht. Im zweiten ist es schon schneller, deutlich schneller. Und im dritten auch. 8,8 Sekunden der Vorsprung. Aber das natürlich nur durchs Wetter bedingt und Melo holt die Pole. Am Ende haben wir nicht ganz die Pole Position bekommen. P2 und 3 passt aber auch gut. Eastwood Motorsport auf 4 und 8. Ja, die beiden gilt es zu besiegen. 26 Punkte mehr holen als die anderen. Das ist das Ziel. Oh je, das Setup hat bis zum Schluss nicht gepasst. Ach du liebes bisschen, ey. Ja, ich gehe mal davon aus, ein bisschen kürzer müsste das Getriebe sein und so. So in etwa. Ich probiere es mal so in der Art. Kriege ich es denn hier 7 und 8 Runden hinzulegen mit den Reifen? Ich muss es riskieren. Und du, meine Liebe, musst hier definitiv zweimal Medium fahren. Oh, Leute, ey. Wir haben noch eine Chance, ne? Im Moment würden wir mit diesen Positionen 33 Punkte holen. Aber Loa 12 und Jönstedt hier 4. Das wären 16. Das wären 17 Punkte, die wir aufholen würden. 9 weitere würden wir brauchen. Und vielleicht kriegen wir die jetzt. Valdez schon mal vorbei an Abeloa und Jönstedt hier. Kurzzeitig auf der 7 gewesen, aber jetzt wieder ein bisschen zurückgefallen. Und Gomez übernimmt die Führung. Nicht. Und Melo, ja, der ist nicht nur ganz gut im Qualifying gewesen, der kann jetzt auch im Rennen einigermaßen den Vorsprung verwalten. Und Jönstedt ist auf die 17 zurückgefallen. Aber Loa holt im Moment 10 Punkte und wir wären 23 Punkte näher dran, aber nicht 26. Es müsste schon der Sieg werden. Und ich darf mich hier nicht dazu verleiten lassen, großartig zu überdrehen. Ich muss schauen, dass ich langfristig die Reifen zum Arbeiten kriege. Zum Arbeiten kriegen, gut, sie sind ein bisschen überkühlt. Aber ich muss halt schauen, dass ich mit einer 1-Stop durchkomme. Das ist es, worum es mir geht. Abeloa auf der 5, meine Güte, es könnte klappen, es könnte wirklich klappen, das wäre das Wunder der Saison. Etwas, womit ich nie gerechnet hätte. Ja, und schaut mal, der Abstand hier von Faith Anthony ist groß genug, 2 Sekunden, dass sie das hier mit Mediums so gut verwaltet, unfassbar. So, und jetzt pushen wir hier durch und müssen 9 Runden auf den Mediums durchhalten gleich. Auf geht's, Leute. Jetzt muss alles sitzen. Haut alles raus, was ihr habt.
Super. Super, Leute. Nein, immer noch hinter Melo. Und außenrum. Die Chance bestand. Kommt schon, Leute. Abeloa hier unmittelbar hinter Anthony. Gomez muss den Sieg eigentlich holen. Dann gewinnt er nicht nur automatisch die Fahrermeisterschaft, sondern er dürfte dann auch... Oh mein Gott, das ist hier eng. Sondern er dürfte uns auch in der Teamwertung ganz nach vorne bringen. Und Anthony lässt sich hier von Abeloa überholen. Der fährt aber wieder auf Softs. Ob das gut geht? Ich bezweifle es. Die Nerven liegen blank, Leute, ey. Abeloa ist jetzt auf der 3. Das ist natürlich eine ganz gute Position, aber wie verwaltet der da bitte die Reifen dann? Und Jörn Stötti auf der 20. Jetzt geht's wirklich nur noch um die Team-WM. Abeloa verwaltet hier die Reifen megamäßig gut. Das ist schon verdammt stark, was er hier macht. Und Gomez, er probiert auch alles hier. Aber scheinbar noch nicht genug. Abeloa könnte jetzt Probleme kriegen mit den Reifen, aber im Moment hat er sie super gemanagt. So, Leute, kommt schon. Die letzte Chance. Gomez probiert's hier, aber er schafft's nicht. Nochmal die letzte Kurve. Und Anthony ist vorbei an Abeloa. Und das sind 33 Punkte zu 12. 33 zu 12 und wir holen 21 Punkte auf, aber es genügt nicht. Es genügt nicht. Melo, der sich hier nicht nur die Pole schnappte, sondern jetzt auch noch den Rennsieg, der hat's geschafft. Und ich glaube sogar, Abeloa hat die Bestzeit. Oder nee, Jörn Stötti hat die schnellste Rennrunde geholt. Und dadurch ist alles entschieden. Wir sind ganz knapp hier gescheitert an der Konstrukteursmeisterschaft. Aber Bao Tang hat sie sich geholt. Cooler Typ. Hat uns nochmal unterstützt hier im WM-Kampf. Aber ich bin nicht traurig. Wir haben Gomez zur Meisterschaft verholfen. Faith Anthony in die Top 10 gekommen. Und darüber hinaus haben wir in unserer ersten Saison mit nur 5 Punkten Rückstand den zweiten Platz geholt. Und das ist eine starke Leistung. Und am Ende nochmal ein Doppelpodium. Das erste Podium für Faith Anthony.
mega geil. Das war ein krasses Rennen. Vier Fahrer hatten die Chance zwischenzeitlich auf den Rennsieg. Am Ende lief es auf Gomez gegen Melo hinaus. Und ja, am Ende... Warum hat sie den Bonus auf dem Podium nicht? Warum auch immer. Ja, am Ende haben wir es leider nicht ganz geschafft und Weltmeister. Ich hab's ja gesagt, alle vier könnten es werden. Bottas keine Punkte geholt, Verstappen keine Punkte geholt, Hamilton 18, aber Weltmeister. Mit einer halben Sekunde Vorsprung, sonst wäre er es nicht geworden, denn da hätte er 247 und Hamilton 248. Ist Kimi Räikkönen. Beide mehr als eine Minute vor Sergio Perez. Das war ein Chaosrennen, ne? Das war ein richtiges Chaosrennen, ja. Magnussen auf der 6, Eriksson auf der 5. Und Ferrari überholt nochmal Red Bull. Krass. Sylvander holt hier ganz entspannt, glaube ich, die Meisterschaft, obwohl sie keine Punkte geholt hat. Roland hat 18 geholt, ist jetzt auf der 2. Ansonsten Strambi hat keine Punkte geholt. Ja, gut, das ist recht entspannt gewesen. Und hier, Gomez, bester Fahrer der Saison, Favorit markiert. Null DNFs, auch das eine starke Sache. Ja, und Gratulation auch an die Leute von Eastwood Motorsport. Kann man wirklich nur gratulieren an der Stelle. So, Gomez hat jeden Tropfen Champagner verdient. Das kann man, denke ich mal, einfach so sagen. Und Jöns Dötje ist nicht interessiert. Eingebildete Kuh. Ein weiterer Scouting-Bericht ist bereit. Chu. So, ich hätte schon gerne jemanden mit 3 Sternen. Aber irgendwie hat keiner Lust auf uns, ne? Mann. Das ärgert mich schon so ein bisschen. Egal, sobald es hier irgendein Talent zum Abgreifen gibt, machen wir das. Alonso bestätigt Rückzug aus dem Motorsport. Sehr, sehr schade. Kein Fahrer, der nur 4 Sterne verdient hat oder noch weniger. Ein unfassbar guter Pilot. Held der ersten Runde, passt perfekt. Manager der Saison, Dave Gaming. Hey! Und André Gomez ist der Fahrer des Jahres. Ja, schade. Preisgeld erhalten. 13,3 Millionen Euro. So, Regeln von 2017 jetzt aktiv. Peking ist dabei, ein weiterer Grand Prix also. Das echte Safety Car, das gab's doch schon, oder? Hatten wir nicht im letzten Rennen ein richtiges Safety Car? Auf- und Abstiege. Dumps in der Formel 1, Haas zurück in die GP2. Eastwood Motorsport wurde befördert, während Pertamina Arden abstieg. So, und hier haben wir auch noch Sponsorenangebote. Gucken wir uns demnächst an, denn erstmal möchte ich mich eigentlich um einen neuen Piloten kümmern. Ja, zur Not haben wir ja Kinney erstmal da. Meine Güte, das sind ganz gute Werte. Bremsen 16 bis 19. Hat aber kein Interesse. Ja, super.
ist arbeitslos, hat aber keinen Bock auf ein Angebot hier. Und er hat das Ganze angenommen. Ist über den gleichen Status sogar hoch erfreut. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Du bist ein weiteres Jahr dabei. Ist eigentlich fast schon logisch, ne, dass ich den Typen weiter verpflichte. So, Leute, Fahrzeugentwicklung. Mal gucken, was gibt's denn hier alles? Das sind doch Einheitsautos, oder? So, 7 Millionen hatten wir angespart. Ferrari ist im Moment teurer, schlechter, aber hat einen besseren Grundwertmodifikator. Okay, dann nehmen wir Renault-Motoren. Benzin. Na gut, dass Petronas so schlecht ist. Ja, okay, Shell ist deutlich besser, Materiallieferant. Also gibt es doch Unterschiede zwischen den Autos, oder was? Das hier hat gar keinen so großen Mehrwert. Trotzdem ist das ein bisschen besser. Drei weitere Sponsoren bieten sich uns an. Die Ziele. Moment, erstmal schauen. Die haben wir noch für 5 Rennen. Sechster oder besser, fünfter oder besser oder dritter oder besser. Das klingt eigentlich am besten. Wir kriegen eine gute Vorauszahlung. Und falls es irgendetwas gibt, was uns eine ähnliche Prämie gibt, aber dann mit niedrigeren Anforderungen, können wir das quasi fürs Wochenende auswählen. So, 3 Scouting-Berichte, Abeloa. 2,5 Sterne, 3 Sterne potenzielle Möglichkeit, Sabado. Nicht interessiert. Liao. Wow. Ist auch nicht interessiert. Oh Gott. Den hätten wir 24 Monate binden können. Okay, Kosten eines Vertragsbruchs viel zu teuer. Enrica Lara kann gut überholen, das Problem ist aber, Bremsen und Kurvenverhalten und Konstanz und so, ist echt schwach eigentlich. Ja, sie wäre eigentlich perfekt als Fahrerin, ne? Sie ist echt gut. Macy Jones. Keine Geschmeidigkeit, aber alles andere passt eigentlich grundlegend. Ist interessiert. Wann wird sie gescoutet? Recht spät. Ich mach's mal wie folgt. Die, wo wir jetzt schon Fortschritt haben, die lassen wir mal drin. Ansonsten ziehe ich mal die Empfehlung vor. Und Macy Jones. Sie brauche ich nicht mehr zu scouten, sie hat eh kein Interesse. Und 3 Sponsorenangebote haben wir hier. 2,5 Millionen, das sind nicht mal 250.000 pro Rennen. Das sind 100.000 pro Rennen. Danke, Kingfisher. Nee, danke. Das sind knapp über 60.000, das ist viel weniger. Also Claro ist das beste Angebot. So, Vertrag mit Faith Anthony ausgelaufen.
Ja gut, die Frage ist, wollen wir einen guten Fahrer jetzt noch haben oder wollen wir jetzt einen Piloten, der quasi Paydriver ist und als Ersatzfahrer dient? Oh, Beauchamp, was ist denn da passiert? Boah, der hat überall minus 2, aber ansonsten war der doch ein guter Pilot, oder? Nee, sorry, Dude, also... Durchbruch beim Benzinlieferanten. Auf geht's. Sprit wird nächstes Jahr wichtiger. Gérard. Ja, ist okay. Shen Qi. Es interessiert aber im Moment noch kein guter Pilot. Ist aber arbeitslos. Wenn wir sie lange binden könnten. Das wäre der Hammer. Status ist hier nicht wichtig. Gleicher Status. 35 Monate. Gehalt ist ja auch nicht sehr wichtig. Handgeld ist hier nicht sehr wichtig. Prämien sind ja auch nicht sehr wichtig. Also ich würde sagen, wir können sie erstmal als Reservefahrerin mitnehmen. Und später quasi gegen Kinney tauschen, sobald sie wirklich... Yes! Sobald sie wirklich Fortschritte macht. Marktfähigkeit ist auch gut, ne? 61%, das ist super. Ein bisschen mehr als Gomez. Was haben wir hier bei Kinney? 75%, boah, eigentlich ganz gut. Ist aber Paydriverin und kann Feedback abgeben quasi. Ganz kurz, Nachrichten. Scouting Report bereit zu Christian West, das ist der Entwickler des Spiels. Schlecht. Schlechter Fahrer. Modebewusst immerhin. Oh, 8 Tage, ne? Reifenkompromiss. Nee, Reifenabnutzung -1 ist nicht geil. Oh Leute, nehmen wir sie an. Sie ist eigentlich die perfekte Reservefahrerin, ne? Und für die Zukunft halt. Das ist perfekt eigentlich. Moment, da muss ich erstmal was anderes machen. Befördern. Wobei, ganz kurz. Na, da muss sie sich schon ein bisschen noch weiterentwickeln. So, und sie wird im Laufe der nächsten 1,5 Saisons richtig gut werden. Kosten des Vertragsbruchs noch nicht so teuer. Aber warten wir mal ab. Ich bin happy, ey. Ich bin richtig happy. Ich bin richtig, richtig happy, Leute. Gute Pilotin. Gab es hier nicht nochmal einen Wert, wo man die Verbesserung der Fahrer nochmal ausbauen konnte? Weiß ich nicht. Oh, ich freue mich jetzt schon auf die nächste GP3-Saison, Leute. Max Schmidt hat mehr als 3 Sterne. Und ist interessiert. Oh Mann, ey, das Gehalt. Eieiei, das können wir nicht stemmen. Was kriegen wir denn aktuell für
Nur mal aus Interesse, was kriegen wir für Kinney oder was kriegt Kinney von uns? 61.000, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Enrique Lara. Boah, fast 3 Sterne, das ist eigentlich schon gut. Wie schaut's mit den anderen Werten aus? Marktfähigkeit 11%, Überholspezialist, Paydriver. Paydriver klingt gut. Ist auch nicht so schlimm, dass ihr Gehalt wichtig ist dann. Ich hätte gerne Handgeld. Das ist so eine Aussage. In der Realität könnte man jemandem in die Fresse schlagen dafür. Das klingt halt wirklich so extrem... Es klingt irgendwie so total weird, ey. Ich hätte gerne Handgeld. So, Leute. Die Lackierung für die kommende Saison. Na, ein bisschen zu wenig. Oder? Na, das sieht cool aus. Das sieht noch cooler aus, finde ich. Let's go. Ja, zu Recht wurde angemerkt, dass es Jordan Grand Prix eigentlich ist. So, und jetzt gucken wir mal. Enrique Lara, nicht erfüllt. Sie ist mit den Kosten pro Rennen unerfüllt. Oh, hier. Unzufrieden. Oh, das tut mir natürlich sehr leid. Das tut mir super leid. Dafür, dass du ein Wunderkind bist, ist es sehr schade. So, Vorsaisontests gibt es diese Woche. Und sie will sich noch entscheiden. Sie wägt noch ab. Jetzt hat sie sich entschieden. Und hat angenommen. 500.000, was kriegen wir denn für einen Renneinsatz? 300.000. Hat 3 Sterne. Vorteil, wir könnten die WM gewinnen. Aber beim Bremsen, Kurvenverhalten und bei der Konstanz ist sie nicht so gut, ne? Aber Kinney auch nicht. Ach komm, Leute, ich will das Ganze gewinnen. Die kommende Saison soll erfolgreich werden. Moment, was hat sie eigentlich für einen Feedbackwert? Oder was hat Shen Qi erstmal für einen Feedbackwert? 11, 17, 16. 11. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ist natürlich mit 3 Sternen Superpilot. Hat noch Potenzial mächtig für die gesamte Saison. Besser als Kinney würde ich sie schon einschätzen. Moment mal, 5,5. Ich muss mir das mal ganz kurz irgendwie in den Taschenrechner eintippen. Mache ich mal auf dem Second Screen. Ist halt eine wichtige Entscheidung. So, ganz kurz. 5,5, 19... 19, wird schwer, das alles jetzt auseinanderzuhalten. 5, 10, 14, 11, 10. Gut, und Kinney. Also, bremsen. 2 plus für die andere. Hier auch mal 2 plus. Geschmeidigkeit ist, wow, Moment. Enrique Lara ist da richtig gut. Genau wie beim Überholen. Bei der Konstanz ist, Kinney besser. Bei der Anpassungsfähigkeit aber nicht. Da hat die andere, glaube ich, 10. Die Enrique Lara. Ja. Dann haben wir hier 14. Feedback nicht ganz so wichtig und die Konzentration, die ist doch schon wichtiger. Aber ich sehe halt Potenzial bei ihr. Let's go. Kostet uns 200.000 pro Saison, pro Rennen mehr. Aber jetzt haben wir ein passendes Team. Ja, Gomez als unseren richtig, richtig, richtig guten
Piloten hier der ersten Saison. Und ich würde sagen, wir sind perfekt für die kommende Saison vorbereitet. Jetzt nehmen wir nochmal ganz kurz Teammarktfähigkeit plus 25. Garuda Racing hat kürzlich Schlagzeilen gemacht, nachdem einer der Motoren des Teams in der Garage in Flammen ausgebrochen war. Laut der GMA sind ihre Arbeitspraktiken bedenklich. Wir haben hier eine Gelegenheit, in unserem Werbematerial auf unsere eigenen vorbildlichen Praktiken hinzuweisen. Der Chefetage gefällt das vielleicht nicht, schließlich ist es nicht unbedingt die feine englische Art, aber so läuft es eben im Geschäft. Super. 98% Teamfähigkeit, das will ich sehen. Ist mir doch egal, was der Vorsitzende sagt. Der kann mich mal. Am Ende des Jahres sind wir dann mit geilen Sponsoren ausgestattet, dann sehen wir, was da los ist. So, Gomez. Viel besser im Moment unterwegs als Lara, aber das sind ja noch die Testfahrten. So, Überhitzungsprobleme hier bei Gomez. Ah, und die Moral geht doch ein bisschen runter. Bei Gomez ein bisschen mehr, der hatte zweimal Überhitzungsprobleme. Das wird jetzt mal interessant zu beobachten, wie die anderen Teams unterwegs sind, denn die haben jetzt auch ein anderes Auto, nehme ich mal an. Ja, die Chassis sind komplett unterschiedlich. Dragon ist richtig schwach unterwegs. Firebird sieht schon wesentlich besser aus. Garuda Racing überall 1,5 Sterne, teilweise 2. Und das könnten unsere großen Konkurrenten hier werden. Oh, wir haben die Treibstoffeffizienz ordentlich hochgetrieben. Das wird eine lustige Saison, Leute. Das wird eine lustige Saison. Ganz kurz, ab jetzt können wir auch die Teile verbessern. Oh, die haben auch schon 80%. Ja gut, das ist ein bisschen schade, dass man hier nicht zumindest am Anfang ein paar Problemchen hat. So, und die Ziele. Wir haben schon so viel investiert. Da kann ich jetzt auch ein hohes Ziel ausgeben. Auch ein guter Pilot. Aber kein Paydriver zum Beispiel. Mal gucken, wie sähe es denn mit seinem Gehalt aus. Ist ihm recht wichtig. Vergiss es. Wir können uns sowas nicht leisten. So, weitere Scouting-Berichte haben wir hier. Im Moment haben wir sowieso ein super Team auf die Beine gestellt, aber ja, sie wäre eigentlich auch eine ganz okay Option. Für die Zukunft halt. Na, wobei 3,5 Sterne Potenzial, nee, Quatsch. Leute, beim nächsten Mal geht's weiter. Dann mit dem ersten Grand Prix der neuen Saison. Diese neue Saison wird nicht wie die letzte 10 Rennen enthalten, sondern ganze 11 Rennen. Die Tankstops werden wieder eingeführt. Bedeutet allgemein ist die Pace bedeutend schneller. Und ich werde vielleicht nochmal ein Proberennen machen, ehe wir hier loslegen, denn mit Tankstops bin ich noch nicht gefahren. Und das wird geil. Das wird geil. Das kann ich mir vorstellen. Leute, schaltet beim nächsten Mal ein und wir erleben wahrscheinlich pacetechnisch ein Riesenwunder. Also, ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim Motorsportmanager. Macht's gut!